liebe Senftenbergerinnen und Senftenberger, herzlich willkommen zum Peter- und Paul-Markt in diesem Jahr. Herr Gröber hat es eben schon gesagt, hier mit unserer neuen Bühne. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen und dass er viele, viele Jahre hiervon Bestand sein wird. Ich denke, wir haben wieder ein tolles Programm für die drei Tage für Sie überlegt. Für jede Generation ist was dabei, für die Jüngeren, für die Älteren, für die Mittleren. Und ich denke, wir werden einfach tolle Tage haben. Und so, wie es seit vielen, vielen Jahren in Senftenberg üblich ist, haben wir wieder gutes Wetter bestellt. Ich wünsche uns einfach drei ganz, ganz tolle Tage, uns allen viel, viel Spaß. Und jetzt ist für mich Schluss mit lustig, jetzt muss ich arbeiten. Jetzt geht's hier runter. Wie gesagt, die Kinder habe ich eingeladen zum Fassbrause. Hier gibt's etwas Ähnliches aus Hopfen und Malz. Ich habe mir auch eine Schürze mitgebracht dazu. Achtung, los geht's. Mal sehen, wie viel er braucht. Eins, zwei, drei. Und jetzt schauen wir mal, ob da schon was läuft oder noch nicht. Es läuft schon, ohne zu spritzen. Also, das war nochmal eine Aktion. 3:1. Damit hat der Bürgermeister seine Quote extrem ins Positive nach oben geschraubt. Also, alle, die ein Gläschen hier von unserem Freibier haben möchten, die können sich jetzt hier vorne einfinden. Am Anfang ist das mit dem Schaum immer so ein bisschen kompliziert. Aber ich denke mal, die Jungs werden ein bisschen da den Dampf rauslassen und dann wird das da auch gut laufen. Die Kinder können bei der Fassbrause da schon mal sich ein Gläschen holen. Herr Friedrich, der Peter- und Paul-Markt ist eröffnet. Das Motto spielend und lachend in den Sommer. Die Stadt hat ja wahrscheinlich mit dem Wettergott wieder ein Abkommen getroffen. Was sind für Sie die Programm-Highlights? Also die Programm-Highlights ist natürlich der Samstagabend mit Musik auf allen Bühnen. Das ist natürlich super. Und wir haben natürlich auch Veronika Fischer am Sonntagnachmittag, gesponsert von den Stadtwerken. Und wir haben natürlich Freitagabend, wie seit vielen Jahren, das Jugendevent. Also auch für die ganz Jungen der Stadt und die Gäste der Stadt. Für alle Altersgruppen was dabei auf allen Bühnen. Ich denke, ein tolles Programm. Und dazwischen natürlich die Modenschau und das Abschlusskonzert am Sonntag. Also für jeden ist was dabei. Nun ist ja die territoriale Ausweitung vom Peter- und Paul-Markt in diesem Jahr besonders. Eine Bürgermeister-WM wird im Sportpark des FC 08 stattfinden. Was verbirgt sich dahinter? Ja, die Welt spielt Fußball, wir hier in Senftenberg auch. Und die Vereine haben die Idee gehabt zu sagen, wir spielen die WM hier nach. Und es gibt viele Mannschaften, die nicht nach den Vereinen benannt sind, sondern nach eigenen Ländern. Und das heißt, wir holen die vergangenen Spiele in Anführungszeichen nach. Und bei uns wird schon der Weltmeister morgen am späten Nachmittag feststehen. Eine tolle Idee der Verein und da habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen. Und ich denke, vielleicht wird noch ein kleines Festchen nachher übrig bleiben für alle Mannschaften. Werden Sie selber auch Zeit finden, das Fest zu besuchen? Also ich bin natürlich auf dem Fest und werde natürlich auch bei der Fußball-WM dabei sein und werde von einem Highlight zum anderen gehen, aber außerdem noch zur Abiturfeier. Und das macht mir natürlich auch Freude, die jungen Leute sozusagen in den Lebensalltag nachher damit zu entlassen. Ja, dann vielen Dank und ein angenehmes, spaßiges Wochenende. Dankeschön. Ist gerade so die Darbietung. Gibt es was Besonderes, was euch jetzt auf der Bühne so bewegt? Ach, die Kinder allgemein. Also Kinder, die singen, sind viel niedlicher als ja, die ältere Generation. Jemand dabei, den er kennt? Gar nicht. Nein. Seid ihr aus Senftenberg? Ja. Stammgast auf dem Peter- und Paul-Markt? Naja. Eher selten. Also es ist nicht ansprechend für unsere Generation. Okay, sind da aber Bands dabei übers Wochenende und auch diese Darbietung von Black Tequila ein bisschen außerhalb? Macht der Geierswalder See diesmal Konkurrenz, da naja, ist das Programm besser. Naja, und Black Tequila sieht man überall, also ja. Okay, aber mal gucken, was in Senftenberg so los ist, das ist schon immer drin. Das macht man ja. Seid ihr aus Senftenberg? Nee, sind wir nicht, wir sind aus Berlin. Aus Berlin und extra wegen dem Markthack? Na klar, genau. Ja, ist nicht los, dann haben wir gedacht, fahren wir mal zum Peter- und Paul-Markt. Okay, und bei dir? Ähnlich. Ist das Gleiche, wir reisen ja zusammen. Irgendwie noch Urlaub oder Freunde hier oder? Wir machen noch Urlaub, genau, am Senftenberger See im Zelt. Super, und die ganzen drei Tage, werdet ihr hier auch sein, oder? Wahrscheinlich nicht, wir wollen uns noch die Gegend ein bisschen angucken. Sie sind auf dem Peter- und Paul-Markt schon ziemlich zeitig. Haben Sie das gewusst oder sind Sie zufällig hier? Wir haben es gewusst und sind extra, wir gehören zusammen, wir sind extra zusammen hierher gefahren. Sind Sie aus Senftenberg? Nein, aus Klettwitz. Aus Klettwitz. Und schon mehrere Jahre hier gewesen? Ja, immer mal schauen. Der jüngste Besucher auf dem Peter- und Paul-Markt? 6 Monate.
6 Monate aus Senftenberg. Ja. Und sicherlich gefällt ihm jetzt die Musik besonders. Obwohl, gerade guckt er aufs Mikrofon so ein bisschen. Das ist Lucy, das ist ein Mädchen. Entschuldigung, Lucy, also bist ein Mädchen. Schon öfter auf dem Peter- und Paul-Markt gewesen? Letztes Jahr das erste Mal, also ich bin ja hierher gezogen im Dezember. Hm? Und das ganze Wochenende hier sein, oder? Ja, denke mal schon. Wir wohnen ja hier. Sagst du noch mal was? Ein Beißbus rein. Okay, gibst du mir mein Mikrofon wieder? Ist das ein Freibier? Das ist ein Freibier, ja. Alles klar. Das erste seit 3 Jahren, dass es mal gereicht hat zum Freibier. So lange gehen Sie schon auf den Peter- und Paul-Markt oder länger? Ich bin seit 1954 hier in Senftenberg. Aber den Peter- und Paul-Markt gibt es noch nicht so lange? Nein, so lange nicht, nein. Aber von Anfang an bin ich dort immer hingegangen, hier, ja, ja. Früher mit den Kindern noch und dann jetzt auch ab und zu mit den Enkeln. Aber die gehen ja jetzt auch schon ihre eigenen Wege, die Enkel. Ja, ja. Werden Sie öfter am Wochenende noch mal herschauen? Doch, doch, ja, ja. Ich will hoffen, dass ich meine Frau noch anspitzen kann, dass sie mitkommt. Okay, dazu viel Glück und viel Spaß am Wochenende. Dankeschön, Dankeschön. Schönen Tag noch. Frau Rösiger, traditionell der Peter- und Paul-Markt am letzten Juni-Wochenende. Aber neben der Tradition gibt es was Neues. Wir sehen es hinter uns, was Großes, Schwarzes. Was ist es? Ja, unsere tolle neue Bühne. Darüber sind wir natürlich sehr, sehr froh. Unsere alte, in Anführungszeichen, ist natürlich auch ins Alter gekommen. Mit gut 16 Jahren, denke ich mal, hat sie auch ihre Arbeit getan. Wobei wir sie wahrscheinlich noch weiter einsetzen werden. Aber wir wollen ja auch modern sein, eine moderne Stadt. Und da gehört sich auch zu einem Stadtfest eine schicke, neue, moderne Bühne. Was sind für Sie so die Programm-Highlights? Ja, natürlich ein heißes, schönes Programm. Wie der Bürgermeister schon gesagt hat, es soll für jeden was dabei sein. Wie gesagt, am Freitag mit 3 Bühnen für die Jugend, die Bühne am Hof auf dem Hof der alten Realschule, dann die beiden Bühnen hier am Schlosspark Center und hier auf dem Markt mit schicken Partybands am Abend. Das gleiche am Sonnabend, über den Tag Programme, der historische Markt. Es ist Rummel da, es sind Händler da. Am Sonntag nicht zu vergessen auch der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit unseren einheimischen Händlern, die sich meistens auch was Hübsches einfallen lassen. Spanische Nächte macht der Herr Hofmann wieder am Kirchplatz. Also ich denke, jeder kann sich etwas aussuchen und natürlich auch zwischen den Bühnen wandeln. Ja, und für Speisen und Getränke ist wie immer gesorgt. Ich denke, es wird wieder hoffentlich für alle ein schönes, rundes Fest. Okay, Sie haben schon angesprochen, territorial ist ja der Peter- und Paul-Markt ja nicht nur auf dem Markt, wo wir jetzt stehen, vertreten. Wie sind da die Nebenstraßen mit einbezogen? Ja, im Prinzip die 2 Märkte, Schlossparkcenter und Markt, hier sind einbezogen. Den Hof, Realschule, sagte ich ja schon. Dann ganz stark die Schmiedestraße. Die hat sich natürlich richtig als kleine Händlermeile herauskristallisiert, weil es natürlich auch die Laufzone und die Verbindungslinie zwischen den beiden Bühnen ist. Da sind natürlich ganz viele. Natürlich geht es auch noch dann ein Stück in die Schlossstraße rein. Dort das Genussmittelgeschäft Körner macht Sonnabend und Sonntag schön Kuchen und Kaffee. Und dort ist auch immer viel los. Wie gesagt, Kirchplatz nannte ich. Am Freitag haben wir im Museum noch ein Konzert für die, die es etwas ruhiger haben wollen. Die schließen sich dann dem Trubel auf dem Markt nach dem Konzert an. Und ich denke mal, also hier, wie gesagt, die Straßen sind natürlich auch mit im Boot.